Wow. Das wenn du Ich bin Vladik Scholz, ich bin Skateboarder aus Köln. Wir haben hier gerade ein großes Projekt umgesetzt. Das beruht sich auf ein Holzspiel, was hier schon über 100 Jahre alt ist, mit dieses Holzlabyrinthspiel mit den Kugeln. Und das haben wir in riesengroß und skatebar umgesetzt. Wie im Spiel sollte die ganze Fläche, diese Riesenfläche, was 40 Tonnen wiegt, habe ich später erfahren, sollte sich auch in alle Richtungen neigen. Und dann haben die so zwei Schwerlasttransporte drunter gepackt und dann konnte man die Fläche wirklich in alle Richtungen neigen und das Ding hat funktioniert. Und die Idee des Projekts hat ja auch, das funktioniert nicht nur damit, dass wir jetzt coole Obstacles bauen und das alles wie im Labyrinth aussieht. Die Idee des Projekts funktioniert, dass manche Sachen wirklich erst dann vielleicht einfacher und besser zu skaten sind, wenn man die Fläche tiltet. Und ja, so zum Beispiel ergab sich auch ein Trick von mir, so Wally of the Frontblind habe ich gemacht, den habe ich da auch gelernt und der ging erst wesentlich einfacher auf jeden Fall, wo die Fläche dann nach unten getiltet war. Also durch die Fläche, durch die Verschiebung der Fläche in verschiedenen jeweils nach Spot und Trick konntest du auf jeden Fall den Spot anders skaten oder einfacher auch und mit mehr Anlauf oder dass plötzlich die Ledge nicht hochging und dass dir dann plötzlich gerade war und du bist so quasi Downhill angeskatet. Das war ja auch so eine Sache, das war eigentlich wie so ein Downhill-Spot plötzlich, weil die Fläche war dann so steil, dass man quasi kurz vom Spot, den man skaten wollte, kurz reindroppen konnte und schon genug Speed hatte, um einen Trick zu machen. Also das hat vollkommen funktioniert, die Idee. Ja, ich bin nicht alleine geskatet in diesem verrückten Ding. Zum Glück hatte ich noch andere Kumpels hier an meiner Seite. Das war Madas und Gustavo und Jost natürlich auch. Ja, wir sind zu viert das Ding geskatet und die Jungs waren sehr fleißig, haben echt gute Ideen eingebracht. Madas ist diese Kugel geskatet, so, das hatten wir auch nicht geplant, aber der war derjenige, der auch wirklich sich gut eingebracht hat in das Projekt und auch oder mit Laser da dieses Flat Trail, das war seine Idee, dass er quasi den Laser grinden wollte, die Laserschicht. Ja, also zum Glück hatten wir solche Jungs da und ja, auf jeden Fall bin ich dankbar, dass die sich so gut eingebracht haben und wir hoffentlich ein gutes Ergebnis am Ende erzielen. Ja gut, ja, wir hatten wie im Originalspiel gibt es dort also im Originalspiel gibt es die kleinen Eisenkugeln, mit denen du spielst. Und natürlich dürften die in unserem großen überdimensionalen Maze nicht fehlen. Und zum Glück haben wir die gefunden. Und die sahen echt 1:1 aus, nur in größerem Maßstab wie die aus dem Spiel. Ja, und wir haben mit denen halt rumgespielt, wir sind über die rüber gesprungen, der Madas ist die Kugel geskatet, Just hat Nosebonk über eine gemacht. Die haben uns dann immer verfolgt und ja, wir hatten auf jeden Fall richtig geile Shots mit denen, weil die auch so eine besondere
wie heißt das, Reflektierung haben. Oberfläche. Ja, wo das kam, wo die Kugel, der eine Shot, wo die Kugel so aus dem Loch reinkam, das ist so eine meiner Favorite Shots. Wo die, beim Laser, bei der Laseraufnahme, wo die so rauskommt aus dem Loch, das ja, sieht einfach wahnsinnig aus mit diesen Kugeln, die großen Kugeln. Ja. Ja, einfach die Arbeit an sich, das wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, mit die Arbeit an sich, mit in diesen Umständen, mit dieser Halle, mit dem, das ganze Projekt, das wird auf jeden Fall mir als eine große und positive Erinnerung bleiben. Es war 6 Tage, voll die geile Zeit und am Ende bin ich gespannt auf den Clip und der wird auf jeden Fall dann als Erinnerungsstück für mich bleiben. Am Ende habe ich ja noch das kleine Spiel für mich zu Hause mit dem Cover mit mir drauf. Ja, das wird nicht vergessen werden, ne? Hallo, mein Name ist Andreas Schützberger. Ich bin von IE Rams und ich bin hier mit dem Maze beauftragt. Yeah, I'm the ramp builder. Like, I was the one chosen to make this happen, which was not easy in the beginning because the size of 21 by 21 meters with a weight of 40 tons is not so easy to move. So my position is like, make this thing happen, you know, from the small game to the big game. The process took around 2 years. Like, we started in 2 years, like with a major idea when Red Bull came to my warehouse and they showed me like this labyrinth and like, hey, can you imagine to make this skatable? And I was like, yes, that's a great idea. Like, I was playing myself with a game, so it was amazing. And from that on, of course, you know, like, was like, okay, it's skatable. And then we made the first sketch, but to make the whole thing movable, like, that took a while. Like, we had a lot of research to do with the hydraulic things and like do the mechanics. So that was like a lot of research. Then we had a lot of fine tuning as well with the ramps. And here we are, 21 by 21 meter, 40 tons. And that's a big task for sure. So material wise, we had quite a massive load. So in total, one truck of plywood, like a whole truck straight from Riga, from the port. Then we have like 2 kilometers of beams, 25,000 screws, 8 people like working permanent on it, like preparing about 2 weeks for the ramps, 2 weeks for the metal construction, 6 guys setting it up, and 2 days to take it down. My name is Madars Apse. I'm from Latvia and I'm a professional skateboarder. I started skating in 2001. We're here in Munich, Germany, filming a Red Bull project, skateboarding on a skate park that is moving. It's got marble balls going all around in the holes, and it's a unique skate park. And we're filming here a project for the Red Bull website, and I'm doing things that I had never done before, so it's exciting. To me, this project right here, this is real skateboarding because it's all do it your style, and we're all doing it as good as we can. And Schutzi, he builds up some obstacles, then we skaters come in and maybe modify them a little bit and just create something out of nothing. And it's always the same skateboarding. It's slippery, it gets stuck. Sometimes it's, you have to jump higher, lower. It's like skating, you know, it's a challenge. Every time I skate, I try to accomplish something, and what a better place to accomplish something than right here, you know, with all these options of different lights, different skate park, different filming, different smoke machine. We got a drone that's flying between my legs, and we can even change the angle of the flat. So there's more speed, less speed. To me, this feels like skateboarding on a boat, but a boat that moves kind of slowly, or the boat that moves a little bit and then it stays like this and then you have to skate it.